Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Penumbra Overture. Wir sind wieder da und ich habe mich vorher nochmal an meinen Videos erkundigt, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Und wir waren ja in diesem Untergrundlabor, in dem ich verschiedene interessante Sachen gefunden habe, die mir aber nicht wirklich weitergeholfen haben. Danach bin ich von einem Hund abgeschlachtet worden. Ja, das war das Letzte, was wir hier gesehen haben. Und jetzt gucken wir einmal mal. Schafft 12, da komme ich gerade her, oder? Wie war das nochmal? Ich glaube, da komme ich gerade her. Stimmt, ja. Da unten war ja das Labor. Da kann ich ja einfach mal nochmal hingehen. Einfach nur, um zu gucken, ob ich da auch nichts vergessen habe. Nochmal kurz im Inventar nachschauen. Aha. Alles klar. Ist hier noch irgendwie was? Nein, hier ist nichts. Hier ist unser Wurmfreund. Der ist da. Wunderprächtig. Und hier kam ich ja nicht durch. From the debris, I'd say something huge broke into the room not too long ago. There's blood and slime everywhere. Ja, die Schnecken oder der Wurm. Ja, da komme ich nicht rein. Hier stehen noch verschiedene Sachen. So much death and disease down here. I suppose slugs were an inevitable... Okay, alles klar. Ja, hier machen wir wieder Licht aus. Ja, ein bisschen Strom sparen. Schadet nicht. Das Ding haben wir uns ja schon angeguckt, oder? Ich guck's mir einmal nochmal an, ja. Einfach, weil wir es können. I may never get used to that. Alles klar. Okay. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Und gucken einfach mal weiter. So, hier ist eigentlich auch nichts mehr. Nee. Okay. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich noch hin könnte. Da hinten ist ja der Hund. Das weiß ich noch. Okay, der Wurm ist, glaube ich, gerade hier ein bisschen am Ragen. Keine Ahnung, wieso. Ich meine, wenn ich so lange hier unten wäre, dann würde ich auch irgendwann ragen. Schafft 12. Hier sind wir gerade. Dann gibt es noch die Refinerie, da waren wir auch schon. Sektion C, da bräuchte ich noch einen Code. Einen Code habe ich aber noch nicht gefunden. Und Schaft 13. Schaft 13. War ich in Schaft 13? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht ist in Schaft 13 irgendwie noch was versteckt. Ich guck mal kurz in meinen Notes nach. Okay. Jupp, alles klar. Ah, warte, da war doch noch was, oder? Rockworm Study. Professor, der Biomedical Journalist of Dr. G. Pettis. Completed between the dates of bla bla bla, shalala. Replication of Select Extracts. Okay. Ja, alles klar. Me. Ah ja, das war dieser lange Text da, den ich mir nicht ganz durchgelesen habe und auch nicht vorhabe, ganz durchzulesen. So, wo ist der Hund? Der ist hier. Daran laufen wir jetzt einfach mal vorbei. Zu Schaft 13 muss ich hier rüber. Schaft 13 war ich schon drin, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Ich muss den Sound ein bisschen leise machen. Das ist mir alles ein bisschen viel zu laut hier. Es sind drei Hunde unterwegs, ey. Was ist mit den Hunden los? Warum sind hier eigentlich so viele Hunde? Ja, kann mir das einer verraten? Also ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert hier, bergbaumäßig und so. Aber hat man da immer so viele Hunde dabei? Oder vielleicht hat es ja auch irgendwo gestanden. Ich habe es wieder nicht nachgelesen. Ja, kann ja auch sein. Ist der jetzt da? Oh, da läuft er.
Ach, dann warte ich mal gerade noch kurz. Ich hab ja Zeit, ja, gar kein Problem. Hab's nicht eilig. So, wie sieht's aus? Alles klar, er läuft weiter. Jetzt müsste er nach links laufen, oder? Jawohl. Ach Gott, ich muss ja da lang. Ja, geil. Okay, er dreht wieder um. Ach ne, warte mal, da ist doch Shop 3. Ist da Shop 13? So, wo bin ich? Hier. Nein, ich muss hier rüber. Also hat schon gestimmt. Ich muss hier rechts rum. Alles klar, gar kein Problem. Der Hund ist ja jetzt wieder weg. Dann kann ich hier durchlaufen. So. Okay. Hier war ich aber auch schon. Habe ich recht? Stimmt, ja. Hier habe ich ja versucht, hier mit Dynamit den Weg freizusprengen. Hat auch wunderbar nicht funktioniert. Ich muss doch diesen Stein irgendwie zur Seite bewegen können. Hier, ich kann den doch bestimmt zerkloppen, oder? Normalerweise mit so einer Spitzhacke müsste das doch funktionieren. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. Aber das funktioniert nicht ganz. Vielleicht mit der Säge. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. Ja. Das ist echt eine gute Frage. Also hier komme ich nicht weiter. Hier kommt man noch. More Tunnels. Ach, hier kommt man durch. Das habe ich vor. Oh nein, hier sind wieder Spinnen. Ja, geil. Why is this place trying to kill me? Ich habe keine Ahnung, ey. Warum ist es da runtergelaufen, Junge? Hier komme ich nicht weiter. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ja, also zurückgehen geht jetzt nicht mehr. Oh, nee. Oh, nee. Lass mich doch einfach in Ruhe, bitte. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ich glaube... Sieht nicht schlecht aus. Kann ich da was davor schieben? Nimm den Stuhl! Nein! Lass mich in Ruhe! Ausgeburt der Hölle! Wo ist das Viech? Nimm den Stein! Ey. Jetzt komm ran, hier! Ja, ich bin tot, gleich. Ah! Tut mir leid, Leute. Ja. Wie kann ich diese Spinnen nochmal besiegen? Mit Feuer. Also eigentlich... ja, mit Feuerzeug eigentlich. Ja, die Eier platzen wieder auf, natürlich. Ja, okay, das war der falsche Weg. Ignoriert mich einfach, ja, ignoriert mich einfach. Ich will gar keine Probleme, ich will hier einfach nur weg. Ignoriert den großen Mann in eurer Höhle. Jawohl, jawohl, sehr schön. So, Feuerzeug.
Ja, das funktioniert einwandfrei. Mit der Flare vielleicht? Wo ist das Fisch? Ja, kann ich damit auch was machen mit der Flare oder ist jetzt halt vorbei? Oh Mann, diese Viecher. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Da, nimm den Stuhl. Nimm ihn. Nimm den Stuhl. Ja, okay, Flair bringt nichts. Jetzt schlag das Ding! Ich hasse diese Spinnen. Wie kann ich die... Es muss doch irgendwie einen Weg geben, die zu töten. Jetzt mal ganz ehrlich. Diese Flares bringen ja irgendwie einen Scheiß. Ja, ganz klar gesagt. It's a flare, could be a handy light source. Ja, danke. An old miner's pickaxe. Haben wir seen some action in... Ja, alles klar, okay. Wo sind sie? Ich bin ja nicht mal losgelaufen, ja. Wo ist das Ding? Alles klar. Die Spinne ist verschwunden. Ich habe sie einfach unter die Erde gebracht, ja, wortwörtlich. So, spür den Damage. Spür ihn einfach, ja. Und halt die Phrase. Alter, diese Spinnen, ey. Boah. Ah, noch mehr Spinnen, ah, ja. Alles klar. Ja, ist ja gut. Okay, mit dem Hammer kann ich sie gut erledigen. Aber ich glaube... Ah nein, ich habe eben gedacht, ich bin so losgeworden. Aber da ist noch so ein Scheißviech. Da, hier, nimm den Hammer an. Nimm ihn an. Ja, alles gar kein Problem. So, noch eine Spinne. Nein, habe ich mir fast gedacht. Ja, Feuerzeug brauche ich jetzt gerade nicht, Jung. Alter. Jo, gut, okay. Das haben wir geschafft. Painkillers, da freue ich mich sehr. Was ist das? Ja, aha. Wo? Ja, kommt da jetzt was oder wie sieht's aus? Hallo? Ja, irgendwie ist die Musik aufgetaucht, aber kommen tut da, glaube ich, nichts. So, was gibt's denn hier? Beef Jerky. Der Stuhl steht mir im Weg. So, den stelle ich mal hier vorne dran. Komm, den Stuhl stellen wir auch noch vorne dran. So. Okay, hier ist nichts drin. Oh. Achso, ich habe gedacht, ich kann den anziehen. Aber nee. Da ist noch ein Zettel. Schuhe braucht auch kein Mensch. Wer braucht schon Schuhe? Ja, wird überbewertet. Blank Note. I've jotted down a note just in case. Beef Jerky und was ist das? Eine Dose. Hier ist nichts drin. Pipes are dry. This whole place is dead. The water that's collected is shaded browner than it should be. Dann ist da doch bestimmt was drin, oder? Kann die Musik mal auch aufhören, bitte? Weil irgendwie kommt ja doch nichts. So, Dynamit. Noch mehr Beef Jerky.
Ein Buch. Unless my friends lie somewhere near town. A friend indeed is a friend indeed. But a friend that's dead is a poor conversationalist. May they rest in pieces. Ruptured, decomposing pieces. Ey, die Musik, ja, die ist gerade extremst nervig. Da ist noch eine Notiz. 24. Februar 1972. I write this note in the knowledge that it may well serve as my last will and testament. Myself and three other miners have been trapped beneath the main shaft and to the surface for what we believe to be 3 days. But with no daylight and increasing dehydration, it's impossible to tell. The only thing keeping us alive is the hope that there could be a rescue team already on the way. We were all so positive at the start, but it seems long ago now. Renton was the first to crack sometime during the first night. We all just lay there, trying to sleep through the sound of his wailing and sobbing, trying to pretend his problems weren't our own. And that he was weak for having given up so soon. The fact was, he was dealing with the situation pretty realistically. Our chance of survival gets smaller every hour. Since then, he hasn't said much, but the despair that gripped him seems to have spread through the rest of us like a cancer. We were such fools to ignore the foreman, and he paid for it with his life. When he started putting security code locks on all the doors, we thought he was crazy. There's only us down here after all. Security code, that's good. Check the code for section C. Wo steht der Code? But he obviously knew something about these mines where didn't. Some of the guys started acting weird. Not crazy weird, just not normal. That didn't stop a couple of them being carted off the mainland Europe for psychiatric help. It was one I knew well, until the incident 3 days ago. We were blah blah blah. Ich will den Code. Well, just have to stick with not normal. Anyway, he managed blah blah blah. Ja. Wo ist der Code? Ja, wo ist der Code? Putting security code looks on all doors. We thought he was crazy. There's only us down after all. So why should we need codes to access places we're all allowed to go? He gave us all code sheets, made us swear to keep them safe. Mine hasn't left my locker more than once. It's still there, doesn't get much safer than that. We asked him who were keeping them safe from, but he never said. It was a pain in the arse is what it was. I had to trek all the way to that crazy biologist's office in the mining room this morning, just to check the code for a section. Biologist office. Biologist office? Ist es da? Da war ich doch, oder? Diese Musik! Boah, ich muss mal kurz Menü, ja, weil die Musik, die macht mich gerade total kirre. So, von da sind wir ja gekommen. Ach, deswegen ging es nicht weiter, nur wegen diesem kleinen Scheißteil da. Wow. Okay. So, Musikende jetzt, bitte. Ja, dankeschön. Boah, meine Güte, ey. Hätte ich gewusst, dass ich die Scheiße machen muss, da hätte ich das schon längst gemacht. Aber naja, egal. To-Do-List. Red Spock of K, ja. I found the door leading to Section C, but I need a code to unlock it. I found the note, but as far as I can tell, there is no code written on it. Ah, ich weiß es. Ich weiß, wie ich den Code rausfinde. Lauf mal durch hier.